Immer noch kein Kaffee morgens, unglaublich, echt. Vor allen Dingen ist das Singleplayer, aber der Huhn, der Huhn, der Hahn hat gekräht. Der Huhn hat gekräht. So, jetzt laufen die Schweine einzeln. Dann nehme ich die Sau ja, jetzt mit, damit die nicht nochmal eine Runde ferkelschmeißt. Glatt, ne? Musste ich glatt niesen, du. Ja, das ist doch richtig. Oder soll die nochmal ferkeln? Nein. Ich bin froh, dass es nur drei waren und nicht sechs. Ja, das hat man nur beim ersten Mal irgendwie, ne? Dreimal sechs. Sonst haben wir nämlich bei den. Da können wir bei den dreien jetzt Glück haben, dass da nicht zu viel Säue bei sind. Genau. Und wenn da doch Säue bei sind, dann werden wir sie verkaufen. Wir haben jetzt ein großes Auto. Ja. Da werden die jetzt Ganzes verkauft und nicht geschlachtet, Ehemann. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, müssen wir gucken. Ne? Ich meine, wobei, wenn wir jetzt nur drei Tiere haben, noch, ist das natürlich nicht so viel. Ne? Ja, wenn die Eber werden behalten und die Säue gehen weg. So oder so. Ja, wenn das jetzt drei Säue sind. Ja, dann gehen die weg. Dann müssen wir nochmal. Oder eine Sau lassen wir dann groß werden. Dann, ja. Hier liegt schon wieder ein totes Hühnchen. Ehrlich jetzt? Ah, das ist aber kacke jetzt. Kann das sein, dass das Hühnerfutter doch hier rein muss? Ja, vielleicht ist das so. Probier doch mal aus, ob das dann noch mal vorkommt. Ach, wieso geht denn das nicht? Kann der es heute machen? Da lag jetzt schon wieder ein totes Küken drin, echt. Das ist merkwürdig. Das finde ich doof, ne? Ja, das ist ja auch. Das ist doof. Aber wie tue ich die denn um, denkst du, dass die da. Dass sie da fressen, meinst du? Oder was meinst du? Dass sie da rübergehen, ne? Hm. Warte mal, weißt du, was wir machen? Klappe zu, Affe tot. Oh Gott. Du gehst jetzt mal hier rein, du kommst hier mal raus. So. Ich werde jetzt die Küken da reintun, werde da ein Dings reinmachen. Ja. Ein Futternapf. Ein Futter und ein Wassernapf. Ja. Mhm. Wenn sie groß sind, können sie raus. Ja, ist vielleicht besser. Also bevor. So, Weil das ist ja schrecklich, dass ja, die hier. Das ist wirklich. Aber da kannst du mal sehen, wie viele wir eigentlich haben, ne? Mhm. Da ist noch eins. Eins läuft gerade raus. Wo ist es hin? Wie schnell haut das denn ab hier? Herrgott. So, haben wir hier jetzt noch mehr? Nee, ne? Das sind alles große. So. Dann kriegen die jetzt hier mal einen Futtertrog rein. Da? Ja? Nee, hier. Ach, da, warte. Einmal kleiner Futtertrog. So, und dann kriegen sie noch einmal kleiner Wassertrog. Daneben. So, dann brauchen wir mal hier 12 Planken. Ja. Wie viel hatten wir noch in der Garage? Nee, gleich ist zu spät, Manu. Die sterben hier. Da habe ich keine Lust drauf. Ah, die sind schon weg hier. Ja, ich muss ja erstmal das Dings zur Seite legen, ne? Nee, ich. Das geht dann nicht. Wie viel brauchst du? Denke, die liegen zu lange im Korb und kommen nicht mehr rechtzeitig raus. Nein, die lagen ja nicht im Korb. Komm mal hier hinter die Farm einmal. Dahinter, genau, hier so. Wie soll ich denn da reinkommen? Warte mal. Einfach bring die Säge einfach nur mit. Fehlen vier Bretter. Vier Bretter fehlen? Ja. Ich hab hier drei Bäume, drei Dings.
So, ich bitte hier. So, ich fahre mal eine Runde mit drei Boxen verkaufen. Das ist die Kinderstube, genau. Hier ist ein Baumstamm, ich lege ihn vor den Hühnerstall. Viel Spaß beim Verkaufen, Ehemann. Die waren ja nicht in dem Korb. Ich nehme ja jeden Morgen den Korb hoch, wenn die schlüpfen, dass sie gleich raus können. Da ist noch ein Stamm. Aber ist egal, hier. Ich hole den anderen noch. Bin im Lurk, muss Coils bauen. Beobachte jeden Schritt. Coils? Was sind Coils? Coils, das ist das wahrscheinlich ein passionierter Dampfer, der selbst wickelt. Ja, genau. So, brauchst du noch mehr? Nein, ne? So, jetzt mal hier einmal Trog füllen. Ah, die Trog, guck mal, ist schon gefüllt. Beide schon gefüllt. Ah, das ist natürlich gut. So, wenn die groß sind, können die hier wieder raus. Oh, ja, dann müssen wir das vielleicht so machen. Weil das ist ja wirklich, finde ich, ja, das ist furchtbar. Also mal eins, das ist jetzt Kollateralschaden, aber das hier ist jetzt wirklich zu viel des Guten. Oder Schlechten. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Holzboden und Fundament? Verstehe ich. Der nicht. Holzboden kann als, dient auch als Decke. Achso, okay. Das ist quasi die Decke, die wir auch beim Dach reinziehen mussten. Ja, okay. Ich habe das übrigens noch ein bisschen verlängert hier, weil das uns nicht geht. Damit ist der Kontostand mal wieder über 10.000 gewachsen. Boah, krass. Siehste. Und selbst mit 3 Stunden Spielzeit in der Woche geht das. Mhm. Aber gut, wir sind auch, man muss dazu sagen, wir sind auch 3 Personen. Wenn du jetzt im Singleplayer spielst, dann wirst du wahrscheinlich die Nacht durcharbeiten. Denke ich mal, gehe ich mal von aus. Ich würde es nicht machen. Weil ich das so irritierend finde, dass man überhaupt nicht schlafen muss, nie. Ja, das Ding an der Sache ist, du schaffst ja nicht alles am Tag, wenn du alleine bist. Stell dir mal vor, du müsstest Kühe melken, Fleisch machen, nee, das schaffst du nicht. Schwein schlachten, nachher noch die Pferde dressieren und. Das schaffst du nicht alleine, nee, das kannst du vergessen. Das ist richtig, ja. Dann müssen die Schafe noch geschoren werden, die Ziegen noch gemolken werden und gut, dass das Land, den landwirtschaftlichen Teil haben sie rausgenommen, aber stell dir mal vor, du müsstest jetzt auch noch über den Acker fahren und Getreide machen. Ja, nee, das ist schon. Das geht nicht. Nee, das ist richtig. Achso, das ist der Korb hier, der eigentlich rein sollte. Der eigentlich ins Haus sollte. Ihr müsst ja rein theoretisch hier noch einen leeren Korb haben, oder nicht? Warte. Wo hab ich denn? Ja, wo hab ich denn, ne? Nee, an Eingang, glaube ich. Wo hab ich denn? Ich bin dran vorbeigelaufen, am Eingang. Wie viele Hühner passen in das Haus? In das große sollten 30, glaube ich, rein, war das so, ne? Also, rein theoretisch, das sind keine 30 Hühner. Nur mal so bemerkt haben möchte. Nee, 30 Hühner sind das nicht. Aber die sind jetzt hier alle voll gegessen, volles Leben. Das eine da hinten sehe ich nicht. Das zeigt mir doch Lebensbalken. Also denen geht es jetzt hier gut, den Hühnern, die hier drin sind. 2, 4, 6 Stück. Die Küken meine ich. Ja. Ja, aber sollen wir abwarten. Es wird wahrscheinlich wirklich daran gelegen haben, denke ich. Wir haben 3 Hähne. Ja, dann können wir bei Zeiten mal einen verkaufen. Ja, denke ich auch. Wenn du das nächste Mal in die Stadt fährst oder so. Ja, dann kann man, wenn man mal zum Laden muss, wieder Schimmel holen oder was, dann kann man die dann so einen Huhn mal wieder mitnehmen oder einen Hahn. Ja. Ja, ich glaube, die Säge tue ich schon in die Garage packen. Mhm. Ja, gut. Ja. So. Hattest du, die Sau hast du rausgeführt, ne?
Ja, die ist schon... Und auch schon verarbeitet. Ne, verarbeitet nicht mangels Eier, aber die ist auf jeden Fall schon auf Kühltruhen aufgeteilt. In die Kühltruhen, ja, das ist ja gut, das ist alles gut. So. Die kleinen Schweine, die brauchen ja ein bisschen, bis sie jetzt... Ja. Das wäre dann fast wie ein Farmer's Life. Ja, Farmer's Life ist, ein schönes Spiel. Ich würde gerne mehr schaffen, mehr erreichen. Doch leider geht dort am Tag sehr schnell die Zeit rum. Feindlich auch schwierig, naja. Ja. Ja, das stimmt wirklich. Mache von einem Tag an alles selber. Gibt ja eine Menge Videos, daher komme ich auch mit 80 bis 100 Euro im Jahr aus. Ja. So. Wie gut, dass bei euch noch nichts zu erkennen ist, ne? Aber noch sind sie gut gefüttert, also noch. Ja. Ich glaube, dass die kleinen Tröge da sind, sind gut. Ja, ich denke das auch. Ich denke auch. Du musst in dem Sim schon etwas organisierter spielen, wenn du alleine bist und ab und zu auch mal Nachtschichten einlegen. Ja, das ist das, was ich vermute tatsächlich. Ja. Ja, stell dir mal vor, jetzt hier noch den Pferdestall mit den Pferden, hier dann nachher noch den Ziegen und den Schafstall. Ja, da kommt auch auf uns dann einige. Da kommt noch eine ganze Menge zu, ne? Dann hat man verschiedene Sachen und dann braucht man von allem nicht so viel. Ja. Mhm. Ist richtig. Und hier entsteht, hier sehen Sie die Villa Kunterbunt. Maximal Kunterbunt. Ja. Sie hat eine Terrasse. Ja. Wir lassen ihr mal ihren Lauf, ne? Natürlich. Weißt du, was ich mache, Ehemann? Ich werde jetzt mal die 8 Eier für heute Abend für sie rausnehmen. Ja. Den Kanister holen. Ah ja, stimmt. Mach ich gleich. Und dann kannst du die Eier schon haben, die hier sind. Ja. Weil morgen gibt's ja schon wieder neue. Mhm. Ich tue ihr ihre 8 Eier hier rein hin und dann 3, 4 und 4. Du machst jetzt Käse immer nur noch abends, ne? Ja, in der Regel schon. Also unterschiedlich. Vorhin hatte ich ein bisschen, aber in der Regel. Machst du nur noch abends die Käse? Ja, das. Ich glaube, das macht sich auch bemerkbar, ne? Dann kriegt man auch mehr so geschafft insgesamt, weißt du? Ne? Ja. Ich jetzt zumindest. Ostriff ist genauso wie. Also, wenn ich das richtig verstehe, war Ostriff genauso wie Banished oder. Was war das jetzt noch? Patron oder was gab's da noch? Life is Feudal? Ja, diese. Und euch. Ist doch Ostriff, oder nicht? Das ist doch so diese Richtung, wenn ich mich nicht irre. Ich denke auch, ja. Ich glaube, das war diese Richtung, so Banished und so. Grit, wenn du dich entsinnst, diese Patron, was ich gespielt habe bei der letzte Woche Demo. War nicht diese Woche, war letzte Woche Demo. Mhm. Dieses Aufbauspiel da. Simulationsspiel. Weißt du, was ich blöd finde? Was denn? Wo mein Monkauge zuckt. Dass du hier auch noch die gemacht hast, dass du hier... Obwohl, ist was eigentlich egal. Denn? Was denn? Oh, Dionas, einen wunderschönen guten Abend. Nein, dass da hier hinten... Da zuckt mein Monkauge wieder gewaltig. Da hier fehlt ja die eine. Die kann man ja dann nicht mehr hinsetzen. Ja, das kann man nicht. Und da zuckt mein Monkauge gewaltig. Ja, auch nö, das... Echt nicht? Bei mir schon. Das ist nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich finde das doof.
Ich finde viel mehr blöd, dass man nicht so einen Zaun hat, einen Verandazaun zum Beispiel hat. Aber du kannst den Zaun hoch und runter setzen, weißt du doch. Ihr habt doch bei den Hühnern den Zaun auch runtergesetzt. Ja, aber du kannst den nicht hier dran setzen. Also wenn ich jetzt hier so eine Veranda machen möchte und hier mit Terrasse, also hier so einen Zaun. Ja. Das geht nicht. Also ich habe es jedenfalls nicht hinbekommen, den hier dran zu setzen. Musst du freihändig setzen. Ja, aber es geht nicht, siehst du? So. Und dann okay. E und Q abwärts. E ist hoch und Q ist Q runter. Q ist runter. Ah, dann macht er gleich wieder zu. Ja, ja, geht nicht. Ja, das wäre ja, wenn das gehen würde, wäre das ja cool, aber das ist, geht ja leider nicht. Q, E war groß, ne? Ja. Aber man macht es ja auch im Uhrzeigersinn, haben wir ja gelernt, ne? Im Uhrzeigersinn. Ja, das Ransetzen-Punkt, also hier ist kein Snap-Punkt tatsächlich. Ja. Den musst du schon selber finden. Ja, da viel Spaß beim Suchen. Ja, deswegen, also das weiß ich noch nicht, wie ich das anstellen werde. Dann. Aber du kannst Halbwände ransetzen. Könntest, glaube ich. Warte mal. Halbwände. Das ist. Aber ob das so aussieht, weiß ich aber auch noch nicht so, ne? Kurze oder doch, das geht, aber gehen die auch weiter runter? Nee. E und Q funktionieren da nicht. Nee, das ist ja dann praktisch wie so ein. Ja, das ist ein halbes Haus weg. Das ist das halbe Haus da weg. Siehst du das im Stream? Ja. Na, nee, das ist doof, ne? Das, ja. Das ist wirklich doof. Also das da hinten, das wird dann auch so eine Art Trockenkammer noch. Friedhelm, oder so. Eine gute Nacht wünsche ich dir. Bis Montag sage ich jetzt schon mal. Gute Nacht. Wie gesagt, behalte die nächsten Tage mal im Auge, weil ich würde gerne noch mal einen Arc-Stream nebenbei starten. Oh ja, gerne. Denn ich würde euch gerne was zeigen, wie weit wir tatsächlich schon sind und würde mal so ein kleines Update machen. Vielleicht 1-2 Stunden Arc, wenn ihr Lust habt. Also immer mal das Twitch im Auge behalten. Zur Not werde ich es auch bei Twitter mal ankündigen oder auf dem Discord-Channel wäre, glaube ich, auch, kann ich das auch ankündigen. Dann und dann kommt kurzfristig ein Arc-Stream rein, ne? Dorfaufbauspiel in der Ukraine im 18. Jahrhundert, nach dem letzten Update ziemlich anspruchsvoll geworden und vor allem sehr liebevoll gemacht. Ich mag es sehr beruhigend. Ah, Ostrip, ja. Mir fällt gerade ein Tropico, ist ja auch so in der Richtung. Oder hier dieses andere hier, Anno oder sowas, ne? Mhm, stimmt. Anno. Ist ja auch so in der Richtung. Da gibt es halt reichlich viele der Art, natürlich. Ja. Jede Menge, ne? Bin ab morgen bei Mutter. Du brauchst dringend ein Tablet oder Handy. Ah ne, Handy ist ja bei dir, lieber Friedhelm. So, wie sehen die Schweinchen aus? Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Also die Ferkel kommen an den kleinen Trog wohl ran, denke ich. Ja, das denke ich auch. Die sind auf jeden Fall gut genährt. Ne? So, willst du jetzt die 18 Uhr Kuh noch abwarten? Ja, ich würde sagen ja, ne? Abwarten für was? Zum Melken. Ja. Deine Kühe machen Flatschen. Ja, die können das. Moment mal. Oh. Damit sie dann gleich in der Nähe ihrer Kuh wohnt. Warum macht er das, das jetzt nicht hoch? Ich möchte das Fundament etwas hoch haben. Ja, E oder Kuh. Und wenn das nicht geht, dann nicht. Ja, aber warum geht's nicht? Ich kann dir das nicht sagen. Ich bin an dem Bausystem auch etwas verstört. Guck mal, ja, die Kuh, die guckt durch den Zaun. Ja, guck mal, die hat eben echt durch den Zaun geguckt. Guck, was Mama macht. Nimm die Mama. Ja, Schatz, ja.
Ich, weißt du, was ich. Ich würde gerne das Fundament, ne? Mhm. Das, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Nee, das kannst du nicht sehen, dass ich jetzt in der Hand habe. Ich würde das gerne unter das Fenster ziehen, auf die Höhe. Das geht aber nicht. Also praktisch wie so eine erhöhte Veranda. Aber das geht nicht. Hm. Naja, dann muss ich mich beim nächsten Mal mit beschäftigen. Ja, das Problem ist, dass du an die Halbwände auch nichts dran machen kannst, irgendwie so, ne? Also das Bausystem ist... Andrero, auch dir eine gute Nacht und lass den Kopf nicht so dolle hängen. Es gibt immer, ich weiß, du bist traurig, aber es gibt immer, der Weg geht immer voran. Du schaffst das, ich denke an dich. So. Mhm. Wollen wir jetzt... Warum habe ich überhaupt keine Dings hier? Keine was? Keine? Julian und Flossy folgen. Ich habe es tatsächlich... Ich habe keine Alerts. Meine Alerts wollen nicht. Das ist nicht, ich krieg echt nichts mit. Aufnahmeprogramm da? Nee. Julian... VJ und Julia Love 21 und Flossi 0583. So, lass uns jetzt mal die Kühe melken. Ach so, ich dachte, du hast. Nee, ist ja jetzt erst 18 Uhr. Na, du bist witzig. Ich nehme die beiden Weißen. Um 16, also nach 16 Uhr kann man. Und denk an den Spaßfaktor. Ja. Na, ein bisschen Kuhfliegen ist immer lustig. 3, 4, 5. 6. Wo ist denn jetzt die andere? 8. 9. Weg. 10. Das Püchen? 11. 12. 13. Weg. Ey! Das war jetzt die, ne? Wo ist die andere? Da. Woher weißt du das, Ehemann? Ja, das ist so ein. Das ist jetzt so ein kleines Spiel. Welche quiekt lauter? Das macht man nicht. 6, 7, 8, 9, 10. Fehlt nur noch die Braun. Es ist dein Ernst. Was denn? Ich hab 12 Mal. Du hast Ernst am Euter gezogen. Na, ja, nein, ich hab die gemolken. Ja, da hilft man der Frau mal bei der Arbeit, weißt du? Unglaublich. Deswegen das erste Fundament in der richtigen Höhe setzen. Ja, aber ich möchte das andere Fundament nicht auf der gleichen Höhe haben. Das Melkschemel geht also nicht vergessen wegen Rücken. Bei dir mut die Kuh auch. Nee, bei mir mut die Kuh nicht. Bei dir schreit die Kuh. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, dann guck dir die Videos an, dann weißt du, dass deine Kuh auch geschrien hat gerade. Was hast denn du da gemolken? 6,3 Liter? Nein, ich hab, ja, wahrscheinlich. Weil deine Kuh nicht mehr gibt. Ja, das ist... Den müssen wir dann so verkaufen, sonst kriegen wir das nicht leer. Weißt du, was ich meine? Ja, dann melk doch nochmal nach. Du hast gesagt, die schreit. Ich hab die leer gemolken. Die hat ja wohl auch geschrien. Ja, dann muss man dann nochmal mit dem Eimer an die Kuh und dann holt man da den, dann muss man da die Reste rausquetschen. Nee. Weißt du, wie mit so einer, mit so einem Nudelholz über die Zitzen. Jetzt weißt ist die du, Kuh abgehauen. Auszudrücken. Glaubst du das? Komm her jetzt. Gott, die hier. Kühe laufen schon weg. Wenn ja, würde ich auch. Die hat, hört, sag mal, jetzt reicht's. Die schreit die ganze Zeit. Das ist ja unglaublich. Das ist nicht zu passen. Komm. Das ist doch wohl nicht wahr. So, jetzt hat sie 114,6. Jetzt geh mir vom Acker, ey. Das ist doch... Ja, den Rest kannst du doch wegschütten. Ja, das geht ja eben nicht. Das geht. Und das geht.
Das geht nicht. Ja, dann macht das macht ja nichts. Dann kann ich die Ganz Kanne ehrlich, einmal mitnehmen. Weißt du, sie beschwert sich. Sie beschwert sich darüber, dass sich ihre Kühe rumjaulen. Aber sie tut meinen Hühnern hier. Guck dir die Scheiße an hier. Ne? Ja. Rosa Dinger. Ne? Ja, wenn die kacken wie die Weltmeister, die sind ja echt. Das geht nicht um die Kacke, es geht um die rosa Fressnäpfchen, Saufnäpfchen. Das finden die schön. Ja, genau. Die sind schon erblindet. Die wollen schon keine Eier mehr, keine die, Kinder mehr kriegen. Die kriegen Hämorrhoiden davon, oder? Ja, echt. Lieben die, das findet ihr schön. Ja. Nix, das sind meine Kinder, verpiesel dich. Du hast sie echt, du hast sie geschädigt fürs ganze Leben. Soll ich dir leuchten? Nee. Ich leuchte dir gleich damit ein. Damit du die Kacke besser findest. So. Ab nach Hause im Wohnzimmer. Ja, ja, ja. Die macht noch nicht mal die Tür zu, nicht mal das schafft sie, du. So, damit ist der heutige Stream vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuschauen in der Hoffnung, geschädigt oder geschändet? Geschändet wahrscheinlich, geschändigt. Ja, geschändet. Geschändigt. Der Pinky und der Brain. Jetzt habe ich das Scheiß schon wieder als Ohrwurm. Oh Gott. Hurra, welche Freude, ja. Nein, wir hoffen, dass, also ich hoffe, dass am nächsten Donnerstag ja, das Update schön. Schon da ist, dass wir dann die Pferde uns holen können, etc. pp. Und wir hoffen, dass ihr auch wieder Lust habt, beim Rennsimulator dabei zu sein. Also ich hoffe es, was die anderen machen, ist mir wurscht. Oh mein. Siehste. Gut, in diesem Sinne wollen wir uns hier schon mal auf YouTube verabschieden. Bis zum nächsten Stream. Danke fürs Zuschauen.